Hallo liebe Retro-Freunde zu einer neuen Ausgabe meines 15 Minutes of Game. Heute gibt es etwas Besonderes für den Jaguar, nämlich Doom 2. Und wie ihr seht, habe ich meinen Skunkbot gestartet und wir starten einfach mal das Spielgeschehen. Ja, das Titelbild sagt Doom. Im Endeffekt ist Doom 2 nichts anderes als eine gehackte Version des Doom 1 Source Codes. Wie ihr seht, hier seht ihr schon das Demo-Level zu Level 2 laufen. Ein findiger Hacker aus UK hat sich einfach mal die Maps und die WAD-Datei von Doom 2 geschnappt, zusammen mit dem Source Code der Jaguar-Version von Teil 1 und hat die Maps und Level in die Doom 1 Engine reingepackt. Wir starten einfach mal das Spiel, gucken wir mal ein bisschen, was wir zu sehen kriegen. Die Version für den Jaguar hat bis jetzt 10 bis 11 Level, die man spielen kann. Und da wir ein Weicher sind, starten wir mal als einmal Wimp. So, hier gibt es ein kleines Vorab-Level vom Eject-Fest. Jetzt hoffen wir mal, dass hier der Elevator aufgeht. Da gibt es nämlich ein paar kleine Probleme mit. Ach, da haben wir ihn. So. Ab ins Spielgeschehen. So, das war jetzt erstmal das kleine Intro, was man für die Outline 2010 Demo Party geschrieben hat. Und jetzt gibt es die Doom 2 Level. Ja, Kenner von Doom 2 werden natürlich sofort erkennen, dass es hier auch wirklich um Doom 2 geht. Hier haben wir das erste Level. Schnappen wir uns mal die Kettensäge. Und gehen erstmal auf die Fußsoldaten drauf. Ja, Besonderheiten sind natürlich, dass es keine richtige Doom 2 Umsetzung ist. Das heißt, die doppelläufige Shotgun gibt es natürlich nicht. Auch ein paar Level-Elemente konnten wohl nicht umgesetzt werden. Aber im Großen und Ganzen ist alles enthalten, was im Original auch enthalten ist. Zusammen mit einer verdrehten Steuerung. Oh, und der letzte Shotgun-Guy, muss auch noch dran glauben. Oh, ich muss mal die Steuerung umstellen. Das macht mich nämlich irre. Perfekt. So. Ja. Zum Spiel selber gibt es nicht viel zu sagen. Es ist halt Doom 2, aber es ist halt interessant mal zu sehen, dass wie Doom 2 auf dem Jaguar aussehen würde. Ich finde es eine relativ nette Anekdote, ein relativ tolles Experiment. Eine Veröffentlichung des Spiels ist nicht geplant, schlicht weil man keine Rechte an Doom hat und auch keine Probleme riskieren will. Die Version, die ich jetzt hier auf meinem Skunkboard habe ich während dem Eject-Fest bekommen. Ja, im Internet ist es jetzt auch nicht zu finden, aber wer mal zum Eject-Fest kommt, kann es sicherlich mal anspielen. Hier haben wir auch den Geheimgang, also der ist auch enthalten aus Level 1. Und beenden wir mal das Level. Und Level 1 fertig. Tja, auf in die Level, ins Level 2. Habt ihr eben schon aus der Demo gesehen. Spielt sich wunderbar flüssig, das heißt, wenn man sieht, es wäre durchaus möglich gewesen, Doom 2 auch für den Jaguar umzusetzen. Dazu ist es ja bekanntlicherweise nicht mehr gekommen. Aber dadurch, dass man jetzt Erfahrung hat mit dem Bearbeiten des Source Codes und der Maps, ist es auch durchaus möglich, noch andere Spiele zu machen auf Basis der Engine. Das ist sogar geplant. Ein paar Jungs aus den USA arbeiten an einem Projekt, das nennt sich Deathtongue. Dort will man die Doom Engine nutzen und ein fast komplett neues Spiel rausstricken mit komplett neuen Assets, Gegnern und so weiter. Ob an dem Projekt noch dran gearbeitet wird, kann ich nicht so genau sagen. In letzter Zeit gab es keine Updates dazu, aber gut Ding will Weile haben, das weiß man ja in der Jaguar-Szene. Da kann es auch schon mal was länger dauern, bis ein Spiel erscheint. Wie man sieht, geht hier ordentlich was ab.
Ich glaube, es gibt nur einen Schwierigkeitsgrad, habe ich das Gefühl. Ja, im Gegensatz zur Saturn-Version läuft Doom 2 auf dem Jaguar sogar flüssig. Das muss man als relativ löblich sehen. Leider gibt es die doppelläufige Shotgun nicht, die ich jetzt hier eigentlich bekommen würde, wenn ich hier reingehe. Auch die Gegner aus Doom 2 wurden logischerweise nicht portiert, das heißt, es gibt nur das Gegnerset der Doom 1-Version von Jaguar. Trotzdem ist das Ganze eine relativ interessante Besonderheit für den Jaguar. Aber im Endeffekt ist es halt Doom. Ganze sticht jetzt nur durch so eine Kuriosität zurück. So, jetzt gehen wir mal zurück, haben die rote Karte. Wer sich alle Level anschauen will zu dieser Doom-Version für den Jaguar, der kann sich bei YouTube auch mal die Videos vom Entwickler selber angucken. Da sind von nahezu allen Levels, die er umgesetzt hat, auch Gameplay-Videos zu. Und es lohnt sich definitiv mal reinzugucken. Auch teilweise komplexere Levelstrukturen in höheren Level laufen flüssig auf dem Jaguar und sind definitiv einen Blick wert. So, jetzt machen wir hier mal. So, genau, die blaue Karte brauchen wir. Wimmelt es nur von Shotgun-Guys. Hier geht es ganz schön hoch zur Sache, aber mach die guten Fässer. So, blaue Karte. Ob man diese Version jetzt, die editierte Version von Doom 2, linken kann, kann ich nicht sagen. Werden wir aber sicherlich mal beim nächsten Fest mal ausprobieren. Beim nächsten Jagdfest. Von daher. So. Level 2 geschafft. Und auch Level 3 ist verfügbar. Und ganz schön unter Beschuss genommen. Gucken, ob die, ja, die Cheats von Doom 1 funktionieren logischerweise auch noch. Das heißt, ich habe jetzt auch den Raketenwerfer, wenn ich will, mit dem man hier aufräumen kann. Für dreckige Cheater. So, jetzt hier, wo wir das Platt, die Plattform hochfahren, kommt mein, ja, mein Saturn immer schrecklich in Stocken an der Szene. Na, der Jago geht auch ein bisschen in die Knie, aber insgesamt läuft es. Ja, hier würden wir jetzt in der Original Doom 2 Version auf die durchsichtigen Demons treffen. Die sind hier nur farblich verfügbar und ganz schön stabil. Natürlich gibt es auch hier keine Musik. Wer es ganz brutal haben will, kann auch mit dem BFG draufhalten. Was aber schon fast an Cheaten grenzt und die Sache auch nicht gerade unterhaltsam macht. Aber gut, wenn man eh schon gecheatet hat, ist es auch egal. So, jetzt geht da die Brücke hoch.
Und wir nähern uns dem Ende von Level 3. Wir sehen, die Umsetzung der Engine mit dem Source Code funktioniert wunderbar. Und ich würde mal hoffen, dass sich einige findige Jago-Programmierer nochmal dran setzen und ein paar andere Schmucke-Games auf der Engine entwickeln. Die läuft ja auf dem Jago relativ gut. Ja, macht ganz schön Krach, das Teil. So. Jetzt müssen wir es eigentlich haben. So. Hör auf, das war's mit Level 3. Ja, interessant, ein sehr nettes Projekt. Finde ich sehr gut umgesetzt. Wer Doom 2 für den Jaguar auch gern mal anspielen will, der wird sich wohl oder übel mal zum Jagdfest bemühen müssen oder zum Nextgame CC, da werde ich das Spiel auch mitbringen. Und ja, bleibt nur zu hoffen, dass wir noch ein paar nette Umsetzungen bekommen werden auf Basis dieser Engine. Und wer sich die anderen Level noch angucken will, kann sich bei YouTube die Videos von dem Entwickler selber angucken. Und damit verabschiede ich mich. Wünsche euch noch viel Spaß und bis dann.